Es war total friedlich, fast friedlich, sagte Harry. Ich habe sogar ein Bild vom Harry bei der Arbeit. Das kann ich Ihnen. Könnt ihr mir mal das Bild vom Harry? Da, genau. Schauen Sie mal, der rechte da, das ist der Harry. Der da. Na, er kennt ihn nicht auf Anhieb, aber er ist es. Ja, ja, da räumen sie gerade ein Fort, ne? Ja, das schaut brutal aus, aber der Harry sagt, in Wirklichkeit war das gar nicht so brutal. Der Demonstrant wollte einfach nur nachschauen, ob vielleicht was auf dem Handschuh steht. Der Harry, den müssten Sie mal kennenlernen, der Harry. Oh, was hat der schon von der Straße geschleppt? Enten, Schwäne, verwirrte Omas, Barkschützer, Castor-Gegner, Bankenhasser. Alles räumt der Harry fort. Alles, 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 alles. Nur Nazis. Die hat er noch nie von der Straße geschleppt, sagt er. Aber wie auch? Die muss er ja meistens beschützen. Ne? Ja, Herr Rebers, das. Das. Jetzt keine Diskussion. Ja, keine Diskussion. Das ist meiner. Oh, das hätte ich Sie gar nicht eingeschätzt, Herr Rebers. Das ist meiner. Aber sagen Sie mal, Sie waren doch auch, ich habe gerade vom Harry erzählt, waren Sie auch vor 3 Wochen da in Frankfurt bei Occupy, Blockupy, Wallung machen, waren Sie? Ich? Nein. Nee? Ah, das wundert mich. Hätte Sie anders eingeschätzt, Sie sind doch links. Das stimmt, ich bin links, aber ja. Ich bin auch reich. Ich bin links und reich, das ist angenehmer als arm und links. Ja, aber... Aber momentan ist es ganz blöd, links und reich zu sein. Da ist man dauernd vor der Frage, was rette ich zuerst, mein Geld oder meine Überzeugungen? Sie haben ein Mitgefühl. Ja, dafür nicht. Wissen Sie, was richtig schlimm ist? Was denn? Arm und rechts. Wieso? Dann bist du auch noch doof. Das ist... Los. Come on, fire, light my baby. Altes vatikanisches Sprichwort. Okay. Time for music. Ich frag mich oft, was übrig bleibt, wenn Günter Grass Gedichte schreibt, ein trauriges Kapitel. Auch Thilo hat ein neues Buch. Der Euro ist ein Fehlversuch. Aber im Gegensatz zum FC Bayern hat das Buch einen Titel. Jetzt greift der Uli durch im Club und nächstes Jahr fliegt auch der Jupp. Das Ganze geht mich gar nichts an. Ich träum von Maulwürfen im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Ich stell mir das grad bildlich vor, ein purpurroter Herrenchor. Die Stimmen laut und grell, da sitzt er da und putzt sein Fell. Joachim war in Yad Vashem, Kakao darf nicht mit zur EM. Es brennen die Tibeter. Annan macht einen Friedensplan, doch keiner nimmt den Frieden an. Mein Gott, dann eben später. Vielleicht kommt er aber auch nie. Quelle heure est-il au paradis? Das alles kotzt mich nur noch an. Ich träum von Maulwürfen im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Die kennen jedes Labyrinth, denn die sind blind. Bei Gazprom tobt die Eleganz, der Botschafter heißt Kaiser Franz. Ab jetzt gibt's neue Witze. Auch Ackermann sagt vielen Dank, die Linke und die Deutsche Bank haben jetzt eine Doppelspitze. Oskar trat erst gar nicht an, der träumt von Maulwürfen im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan, Maulwürfe im Vatikan. Ich hoffe, dass er lange lebt und untergräbt. Olympia erschlägt die Welt, Rekorde werden aufgestellt. Ich krieg schon Depressionen. Und alles schreit nach Energy und keiner hat eine Utopie. Am Himmel schweben Drohnen. Auch der Papst hat keinen Plan.
Der hat Maulwürfe im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Maulwürfe im Vatikan. Nous sommes perdus und nicht perdu. Und Müllers Esel, das sind immer die anderen. Herr Graf nochmal. Gut, Digger, ich hab schon Bedenken, Sie sollten die Leute in fetzende Urlaubsstimmung, das Laola auf den Ding, Sie vermasseln ja jede Therapie. Ich wollte eh raus. Raus? Es hat ja wohl Gründe, dass Sie hier drin sind. Ab in die Geschlossene. Flott. Es ist so komisch, ne? Man ist so kurz vorm Urlaub und trotzdem draußen, so die Stimmung ist so... Es kommt gar nicht so, weil viele sagen, ja, Urlaub können wir uns ja gar nicht mehr leisten. Die Spritpreise... Okay, da passiert was. Doch, da passiert was. Der Reststimmenzusammenkratzer der FDP, Fipsi Rösler, ne, hat überraschend gemerkt, die Ölmultis erhöhen dauernd die Preise so willkürlich, da muss ich was dagegen machen. Und er hat jetzt ein neues Bürokratiemonster geschaffen, die Markttransparenzstelle zur Spritpreisüberwachung. Sowas macht François Hollande auch, nur besser. Der Schrecken aller Besitzstandsware von Nordeuropa. Der hat jetzt gesagt, er will die Spritpreise einfach mal für 3 Monate einfrieren und dann wird eine Behörde das überwachen. Bei uns kommt eine Behörde, bei der die Ölmultis lediglich via Internet melden müssen, warum sie die Preise erhöhen. Testlauf war schon, da stand dann nur Pfingsten. Na, aber das reicht. Ne? Aber bei Hollande ist es anders. Hollande elektrisiert. Das hat er am eigenen Leib verspürt. Als er bei uns zum Antrittsbesuch war, musste er erst wieder zurück, weil der Blitz in seinen Flieger eingeschlagen hat. Das Tief Wiebke angeblich. Na, von wegen. Ich kann Ihnen sagen, wie das Tief hieß. Ja, sie kann ja überhaupt nicht mit ihm, dass Hollande es wagt, gegen ihren Fiskalpakt aufzubegehren. Aber das kriegt die auch hin mit ihrer ganz eigenen Arroganz. Ich werde ihn nach dem messen, was er nach der Wahl tut, nicht nach dem, was er vor der Wahl sagt. Bei uns, da handelt es nach dem Motto, ich werde gewählt für das, was ich vor der Wahl sage, nicht für das, was ich nach der Wahl tue. Na, die ist auch urlaubsreif. Bin mal gespannt, wo sie in diesem Jahr hinwatschelt. Ne? Wahrscheinlich erstmal wieder den grünen Hügel hoch in Bayreuth, bis sie Wagner hören. Vielleicht den Schatz der Nibelungen suchen für ihren Haushalt, weil den braucht sie. Weil ihre Haushaltspolitik, das ist Malen nach Zahlen. Ne? Weiter gar nichts. Hoffentlich muss sie, wenn sie nach Bayreuth, da nicht auch noch Maut bezahlen. Ne? Das will ja der Ramsauer, immer wieder der Ramsauer, dieses zweckgebundene Betreuungsgeld für Schlaglöcher. Ne? Langsam habe ich so den Eindruck, unsere ganze Politelite ist reif für ein Krippenjahr. Wobei der Ramsauer Peter, er hat ja auch groß was auf den Weg gebracht. Doch, der neue Punktekatalog für Flensburg, auch so schön entlarvend vom Politischen her. Alles wunderbar nach Farben geordnet. Also glimpflich ist bei Grün, ne? Bedenklich wird's bei Gelb, gefährlich bei Rot und ganz aus ist es bei Schwarz. Das ist ja geil, da ist Gold. Herr Dier. Die Berater, die sind auch urlaubsreif. Ne? Urlaub, da freut sich auf der Papst schon. Castel Gandolfo, ich komme. Bis sie ausruhen von den Fürsten der Finsternis im Vatikan. Der große Skandal, Vati Leaks, also im Vatikan leckt's. Ich meine, gut, dort sind die meisten Inkontinente. Das ist ja Aufnahmebedingung. Aber die Bildzeitung war gleich in Sorge. Wollen Sie unseren Papst stürzen? Ja, weil da halt ein paar Verräter, also die Hells Angels der Kurien, weil die Erstaunliches veröffentlicht haben. Im Vatikan gibt's Geldwäsche, Korruption, Querverbindungen zur Mafia. Ah,
Und? Das ganz normale Tagesgeschäft zwischen Petersdom und der Sixtinischen Kapelle. Ein christliches Geschäftsmodell. Ne? Aber als dann der Chef der Vatikanbank gesagt hat, Schluss damit, wir wollen jetzt mehr Transparenz und jetzt werden die Zahlen veröffentlicht. Da hat der 16. nur gemeint, das ist Teufelswerk und hat ihn rausgeschmissen. Na, Benedikt, wo viele sagen, wenn der weg ist, muss in Italien wieder ein Italiener da dran kommen. Jetzt wird schon spekuliert. Berlusconi hat schon gesagt, er hätte Zeit. Ne? Aber das wär's. Das wäre mal was. Bunga Bunga mit der Schweizer Garde. Und das Konklave wird zum Swingerclub. Ne? Das wird auch mal ein bisschen ablenken von den Grundzügen der christlichen Politik. Ne? Wer nicht passt, wird abserviert. Bei uns nennt man das Röttgensche Gesetz. Aber das Schöne ist, die Kanzlerin bleibt davon unberührt. Sie ist beliebt. 70% der Deutschen finden sie nach wie vor toll. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben. Weil sie sich sagen, wenn man die nicht mehr möge, dann geht's uns wie dem Röttgen. Dann schmeißt sie uns raus. Nein, ich glaube, das Problem liegt viel tiefer. Ich glaube langsam, unser ganzes Volk ist urlaubsreif. Es sollte bei der nächsten Wahl kollektiv wegfahren. Ganz weit weg. So, Frau Pinter, dann sind wir fast durch. Frau Pinter, das hier wäre praktisch unser Foyer. Da treffen wir uns dann manchmal und versuchen miteinander zu reden. Da sitzen so Leute, ich weiß auch nicht, die lungern da immer rum. Und da ist mein Büro und ja, da geht es dann auf die Galerie. Also jetzt haben Sie im Grunde alles gesehen. Sehr schön, so. Ja, ganz ja? schön. Ihnen. Ja, schön. Mensch, ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt, aber Sie da machen einen psychologischen Dienst des Deutschen Bundestags. Seit wann leiten Sie denn den? Bitte schön, seien Sie nicht so laut. Diskretion ist in meinem Geschäft so wichtig. Ja, aber hören Sie mal, wenn Sie hier wirklich 20 Zimmer bei uns in Anstalt Dauer belegen wollen. Wenn der psychologische Dienst des Bundestags tatsächlich hier bei uns 20 Zimmer Dauer belegen will für Ihre Gestörten, ja, dann... Ja, wir sagen doch nicht Gestörte, Herr Petzig, wir sagen Klienten. Ja, Klienten, also wurscht, ja, dann wird es sich kaum hier verheimlichen lassen. Wen schicken Sie uns überhaupt? Sind es nur so irgendwie traurige Hinterbänkler oder auch ein paar gescheite Namen? Das muss Sie gar nicht kümmern, das spielt doch keine Rolle, Herr Petzig. Das kümmert mich schon, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit, verstehen Sie? Ich möchte prominente Namen haben. Ich möchte kapitalisieren, möchte ich das. Da möchte ich schon bei Promis. Jetzt sagen Sie halt mal, wer kommt denn? Sagen Sie halt mal. Aber Sie dürfen wirklich. Nein. Gut. Nee, ich sag nichts. Der Brüderle. Was, der? Da müssen wir ja die Mini-Bass mit Riesling auffüllen. Nein. Wer noch? Kommen Sie mal. Was? Nein, den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Den will keiner mehr. Und noch einer? Was? Na. Die auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die es nötig hat. Ja, weil sie demnächst ihren Doktortitel verliert wahrscheinlich. Also nehme ich so. Ja. Machen Sie, ich gehe gerade ins Büro. Ja, Herr Petzig. Ach, meine Damen und Herren, es ist ja so, schauen Sie, eine ganz seriöse Studie von zwei Professoren hat es jetzt an den Tag gebracht. 80% der Abgeordneten aus den Landtagen und dem Bundestag fühlen sich gegenüber der Politik völlig machtlos. Und da greifen wir halt jetzt vom psychologischen Dienst ein. Wir helfen den Betroffenen, mit ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit besser umzugehen. Mittlerweile aus meiner langjährigen Berufserfahrung sagen, jeder politische Mandatsträger ist ein ganz spezifischer, individueller Fall von einem pathologischen Phänomen.